Ferdinand Meyerfeld, das ist Sieg, das ist Niederlage, das ist Emotion, nach einem Jahr unterbrochen zu wieder stattfinden. 5'500 Leute sind hierher gekommen, ein Heer von Helferinnen und Helfern und ganz ein attraktives Programm. Am Schluss der grosse Preis von Meyerfeld, der Cross, da Besichtigung, natürlich immer attraktiv, die Crossläufe. Auf da kommen wir dann natürlich noch. Aber Meyerfeld ist mehr. Es ist eben auch ein Ereignis für Gross und Klein, für Jung und Alt. Ja, endlich wieder Meyerfeld, man kann es nicht anders sagen. Freude herrscht. Ein gesellschaftliches Ereignis natürlich. Und natürlich auch die Möglichkeit, dass man mal wetten kann. Dreierwett, Zweierwett Sieg, Zweierwett Platz, Platzwett, Siegerwett und so weiter. Ja, wie kann man es auch anders sagen? Der Rudi sagt es richtig, Freude herrscht. Und wie herrscht Freude? Ich bin jetzt gerade von der Sitzung gekommen, dort habe ich können berichten können, dass wir wirklich wieder nach 2 Jahren können endlich die Pferderennen durchführen können. Und wir sind voller Elan und hoffen, dass das alles gut über die Bühne geht. Ideale Bedingungen eigentlich, oder? Ja, das ist so. Jetzt ist ein bisschen Luft da, aber das gehört zur Bündner Herrschaft. Das gehört eindeutig dazu, ja. Was auch dazu gehört, ist das Publikum. Was meinst du, wie sieht es aus jetzt mit Covid? Ja, da bin ich, oder wir lassen uns überraschen. Ich weiss nicht, es ist ja eine Outdoor-Veranstaltung und ich hoffe, dass die Leute in Scharen kommen. Und sonst natürlich wie üblich, gell? Die Rennen, wirklich sehr attraktives Programm. Also Meyerfeld gehört eigentlich schon wirklich zum Kalender, den man eigentlich braucht im Rennsport in der Schweiz. Ja, das ist das. Ist wirklich so. Sie unterstützen uns von allen Seiten. Und sie sagen immer wieder, Meyerfeld muss einfach dabei sein. Ihr habt einmal mehr neu geschücht. Wie lange sind jetzt ihr da so am Aufbauen? Das ist ja unglaublich, gell? Also in 10 Tagen haben wir das wieder gemacht und mit dem Zivilschutz, ohne den Zivilschutz könnten wir es gerne machen. Die haben hervorragende Arbeit geleistet, da sind wir sehr dankbar. Und unglaublich schnell ist man rein gewesen, also gell, auch rein logistisch, ihr habt das voll im Griff. Also Covid-Zertifikat ist unglaublich gut organisiert, ich habe selten so etwas gesehen vom Logistischen her. Ja, da sind wir sehr stolz, dass du das sagst. Nein, wir haben jetzt alles unternommen, dass es so effizient wie möglich geht. Gibt es spezielle Highlights? Ja, unsere Highlights sind natürlich die Hindernisrennen mit der Cross. Wir haben jetzt längst den Cross für die Schweiz und das höchst dotierte und schwerste. Ja, das ist natürlich am Schluss dann das Highlight. Am Schluss eben grosser Preis von Meyerfeld, das ist auch das längste Cross, über 5 Kilometer natürlich, oder? Und ein sehr grosses Preisgeld, oder? Ja, das sind 25'000 Franken, die wir verteilen dürfen. Wie bringen ihr das Geld dann zusammen? Mein Sponsoring ist heutzutage auch nicht mehr einfach, aber trotz allem, sie sind immer noch engagiert, vor allem unsere Gemeinde natürlich, die Gemeinde ringsum und auch der Kanton, beide Kantone, St. Gallen und Graubünden, sind voll dabei. Und natürlich ein riesiger Froheinsatz vom Club, oder nehme ich an? Das ist so. Da könnte man beitreten, Club, als Gönner, als Spender, alles Mögliche, gell? Ja, natürlich sind alle immer wieder herzlich willkommen. Am Sonntag, 3. Oktober, wir sehen hinten dran die Pony Trabrennen, müssen langsam an Bahn, oder? Was ist denn so deine Aufgabe? Also, bist du schon ein bisschen nervös oder angespannt, jetzt nach 2 Jahren Unterbruch? Ja, ich bin jetzt schon 18 Jahre dabei, ich glaube, da so nervös ist man da nicht mehr. Aber eine spitze Spannung ist doch immer da, das ist schon so. Die Spannung hat schon angefangen bei den Ponyrennen. Zuerst Trabkategorie B, 700 Meter. Auch das war spannend, der Einlauf. Geht jetzt ein bisschen nach außen, aber im Moment immer noch alles im Griff. Sie schaut sich das alles an. Miss Molly of the Duchess mit Bianca Fischer. Jetzt einfach nur noch im Trab ins Ziel kommen. Der Wind bläst noch von links und rechts. Miss Molly of the Duchess geht hier nach Hause mit Bianca Fischer. Ein weiterer Sieg. Und Kampf um den 2. Platz mit Shamir innen, Sunny außen. Shamir wird 2. vor Sunny. Shamir mit Kelly Hunziker, Sunny mit Lorena Knecht. Und natürlich verdient auch Clochette mit Cecilia Schnieder noch ihre Aufmerksamkeit und ihren Applaus. Die kommen hier tapfer ebenfalls noch ins Ziel auf dem 4. Platz. Nach diesem Startverlust war das natürlich alles andere als einfach, aber man trabt bis ins Ziel, so gehört sich das. Bravo, Clochette und Cecilia Schnieder. Bravo für die kleinsten Pferde, eben für Pony Ritz ab zu einer Kategorie A, Trab, Pony Rennen über 600 Meter. Auch hier wieder richtig Zieleinlauf. Griffen von der Nummer 2 Mahalia. Diese beiden werden den Sieg wohl unter sich ausmachen. An 3. Position ist Hunters Bay. Vorne aber unverändert. Die Nummer 6, Buchbühls Checkout ist Chick mit Alva Leuthardt. Kann hier die Nummer 2 Mahalia mit Jessica Münzing noch kontern?
Sie versuchen es zumindest. Mahalia greift an, vorne ist Buchbühls Checkout ist Chick. Buchbühls Checkout ist Chick. Wenn der jetzt keinen Fehler mehr macht, dann wird er gewinnen. Auf dem zweiten Platz Mahalia mit Jessica Münzing, die Nummer 4. Dann Buchbühls Love Design Valentine mit Jessica Schnee auf dem dritten Platz. Vierter ist Buchbühls Hunters Bay mit Philipp Hager, die Nummer 5. Dann Buchbühls Love Design Valentine, Jessica Schnee. Die Nummer 1 Blue kommt noch vorbei mit Ardis Müller und die Nummer 7 Josephine Lorena Knecht. Auf dem siebten Platz. Der Hinweis für alle, die öfters schon an den Rennen waren hier, die Flachrennen werden nicht mehr aus den Startboxen gestartet, sondern wie die Hindernisrennen vom Band aus, also Bänderstart, auch in den Flachrennen. Das wird in etwa 3 Minuten der Fall sein. Preis der Gemeinde Langquart mit 7 Pferden. Die Pferde kommen insgesamt 3-mal beim Ziel vorbei. Rund 1,5 Minuten noch bis zum Start des ersten Rennenspreis der Gemeinde Langquart. Die Pferde stellen sich am Band auf. Das ist der Start zum ersten Rennenpreis der Gemeinde Langquart. Das Feld formiert sich. Ganador hat einen guten Start erwischt, ebenfalls sich Garde Royale im Vordertreffen, innen Atlantico, Randolina ganz außen am Schluss des Feldes, Soziopath hinter Wellcare. Rund 2 Runden vor Schluss hat Garde Royale die Spitze. Garde Royale führt, innen begleitet auf dem kürzeren Weg von Atlantico. Dahinter Ganador im grünen Dress, außen mit der Nase im Wind, die Schimmelstute Randolina, innen galoppiert Wellcare am Schluss des Feldes, das Duo Billy the Kid innen und Soziopath innen. Atlantico in Front. Dann im weiß-roten Dress ist es Garde Royale, außen die Schimmerstute Randolina. Dann Wellcare, die ebenfalls sehr gut in die Hand geht. Dort wird es etwas eng für Ganador, weil Wellcare etwas nach außen kam. Dann folgt Soziopath und am Schluss des Feldes immer noch Billy the Kid. Durch den Mainfelder Bogen zum letzten Mal, dann geht es in die letzte Gegenseite. Mit Atlantico, der macht jetzt Dampf. Atlantico vor Garde Royale. Dann folgt in guter Haltung Wellcare, innen, außen Randolina. Dann ist Ganador zur Stelle. Billy the Kid wird von Dennis Schirgen jetzt aufgefordert, schneller zu galoppieren. Er macht das jetzt auch nach einigem Zögern. Aber jetzt kommt außen der Angriff von Billy the Kid. Billy the Kid geht an vierte Stelle. Und Atlantico fällt zurück. Billy the Kid außen, vorne ist aber Garde Royale. Und ein Sturz von, da sind 2 Pferde reiterlos geworden, Billy the Kid und Randolina. Garde Royale, aber Ganador kommt. Garde Royale, Ganador. Ganador wird schneller. Garde Royale ist vorne. Garde Royale vor Ganador. Garde Royale vor Ganador. Dann folgt Soziopath, gefolgt von Atlantico mit Wellcare. Preis von der Gemeinde Langquart, meine Damen und Herren. Zweiter Schweizer Start von ihm. Zweiter Sieg. Da steht unter dem Team Bürgin Garde Royale. Er hat im Verhältnis zum letzten Rennen einiges mehr Gewicht müssen tragen, hat ihn nicht können am Siegen hindern. Er wird trainiert und steht im Besitz von der Claudia Schorno. Das Rennen hast du relativ locker können heimbringen, nachdem du mal im Front gsi bist. Oder hat das getäuscht? Doch, das hätte so, das ist, stimmt so. Das Ross ist super vorbereitet worden von der Trainerin und ihrem Team. Und dann ist es so, dann ist es heute relativ leicht gewesen, ja. Besten Dank und nochmal herzliche Gratulation, Team Bürgin und Garde Royale. Start zum zweiten Rennenpreis des Kantons St. Gallen. Go for Chat mit einem Fehler. Ganz innen ist es High Noon auf dem kürzesten Weg. Gap Blue neben ihm hat die Nase in Front gesteckt. Ericeira ist ebenfalls vorne anzutreffen und ganz außen kommt Oberst jetzt besser ins Bild. Ericeira hat die Spitze übernommen vor Oberst. Ericeira vor Oberst, dann folgt Fortuna Fighter und der leider disqualifizierte High Noon, der da in der Gegenseite etwas Pech hatte mit einem weiten Bogen. Oberst, das macht den Weg frei innen für Ericeira. Ericeira mit Oberst außen, Ericeira sieht stärker aus, aber Oberst kämpft. Ericeira vor Oberst, Ericeira mit Nicole Schneider, Ericeira und Nicole Schneider. Ericeira gewinnt hier mit Oberst, der sich noch aus dem Rennen galoppiert. Zweiter wird Fortuna Fighter vor Garou Pereira. Es gewinnt die Nummer 6, Ericeira mit Nicole Schneider.
Preis vom Kanton St. Gallen. Ja, es hat sich gelohnt für sie, immer vorne mit dabei zu sein. Am Schluss gibt es ganz einen souveränen Sieg für Nicole Schneider und Ericeira. Die siebenjährige Stute gehört auch der Nicole Schneider und wird von ihr selber trainiert. Also ein Volltriumph für Nicole Schneider, da im Preis vom Kanton St. Gallen. Die Siegerehrung wird vorgenommen von Beat Tinner, Regierungsrat Kanton St. Gallen, in Begleitung von der Bettina Lampert, OK-Mitglieder am Verein Meierfeld-Bad Ragaz und der beiden Ehrendamen in Kleidern von Töni Mode. Landquart. Ja, wir bringen natürlich sozusagen die Vertretung von der St. Galler Regierung hier ein wunderbares Meierfeld an der Grenze zu Bad Ragaz. Und darum hat der Kanton St. Gallen noch zwei Preise gesponsert. Also ein bisschen freundnachbarschaftlich. Ja, natürlich. Für uns als Grenzkanton ist es wichtig, dass wir die Beziehungen zu den benachbarten Kantonen noch pflegen und die aufrechterhalten. Und darum nehme ich gerne noch so Verpflichtungen wahr. Du kommst aus einem landwirtschaftlichen Betrieb, aber feststeht, bei der ersten Preis vielleicht bist du noch ein bisschen zurückgescheucht, was das Ross ein bisschen gescheucht hat. Also ein Ritter bist du selber auch kein. Geritten habe ich nie, aber ob das Ross... Ich habe eher gedacht, das Ross hat Angst vor mir. Jetzt, wie siehst du so die Veranstaltung? Jetzt ist ja auch eben Covid-Zeit und jetzt ist wieder so ein Event möglich. Also, wie schätzt du das jetzt so ein? Ja, ich bin überzeugt, dass wenn man natürlich wirklich die 3G-Regeln konsequent umsetzt, ist es so möglich, dass man so Anlässe durchführen kann. Das finde ich ist sehr wichtig für die Gesellschaft, aber auch für uns, fürs Gemüt, dass man sich heute mit Menschen, aber natürlich eben so einen Anlass auch treffen kann. Freude für Jung und Alt, aber eben auch Spannung pur. Alles unmöglich dank der intensiven Bahnpflege natürlich. Ja. Und jetzt nach Flach und Trab kommt es jetzt zum ersten Crosspreis vom Kanton Graubünden. 4200 Meter Preisgeld, 10'000 und das ist mal der Aufgalopp. Man hat mal ein bisschen geschaut, wie es ist, das ist immer so. Man war gespannt gewesen, oben, unten, überall und dann ist es losgegangen. Ja, und das war er bereits, der Start zum dritten Rennenpreis des Kantons Graubünden. Bornasco mit Freddy Tett übernimmt erstmal die Spitze vor Bomar und Ivan Kerki, dann Alva mit Carina Schneider, an vierter Position Gordon Pym mit Jörg Langmeier und die 1 Persian Doll mit Michael Huber. In nicht allzu schnellem Tempo vernünftig geritten gegen und über das erste Hindernis, die Hürde. Die Mauerhecke, Rudi Günthardt-Sprung. Es ist dann auch der Einlaufsprung am Schluss mit Bornasco, der dem Feld den Weg zeigt. Bumar an zweiter Position, dann Alva mit Gordon Pym und Persian Doll. Jetzt eine der entscheidenden Passagen, Maueraufsprung und gleich die enge Wendung nach rechts und gegen den Wassergraben. Wer erwischt das am besten? Bornasco ist vorne. Die Wendung, Alva macht die Wendung etwas besser. Bumar ist an dritter Stelle, Gordon Pym rückt auf und am Schluss ist Persian Doll gegen den Wassergraben und dann noch 7 Hindernisse mit Bornasco. Und dann muss er gleich nach links von uns aus gesehen. Bornasco, Alva, das war eine heiße Situation für Carina Schneider, bleibt aber im Sattel. Bornasco über den Jeninser, Bornasco innen durch kommt Bumar. Bornasco und Bomarz, dann Gordon Pym und Alva gegen den letzten, den Einlaufsprung mit Gordon Pym und Freddy Tett, dahinter Ivan Kerki mit Bomar. Gordon Pym an dritter Position, vorne ist Bornasco, innen kommt Bomar. Bomar und Bornasco, Bornasco, Bomar, Bornasco versucht zu kontern, aber Bomar ist vorne, Bomar oder Bornasco, Bomar vor Bornasco, Bomar gewinnt vor Bornasco. Preis vom Kanton Graubünden. Taktisch Ivan Freileistig vor dem letzten Sprung dann in Front gegangen. Da stehen als Sieger Ivan Kerki und Bomar. Bei mir jetzt der siegreiche Trainer Hans-Jürg Speck. Was aufgefallen ist, der Bomar hat offensichtlich nicht an der Spitze gehen sollen. Immer wenn er sich in Front gesprungen hat, hat man wieder ein bisschen Tempo rausgenommen. Das war die Anweisung von dir, nehme ich an. Genau, ja, er ist ein Ross, wo, wenn er in Front ist im Rennen, macht er gerne ein bisschen zu viel. Dann ist er ein bisschen zu eifrig und dann fällt es ein bisschen am Endspiel nachher. Jetzt heute ein wunderschöner Sieg, so wie mir Martin Solberger gesagt hat, soll er auch am nächsten Sonntag da wieder an den Start kommen im Gross. Sieht das gut aus, so dein erster Eindruck nach dem Rennen? Ja, bis jetzt schon. Haben ja alle eigentlich gemeint, dass ich im Grossen laufen mit ihm, weil er vor 2 Jahren schon Zweiter war. Er hat sicher Klasse dazu dort.
Meine Überlegung war, der Baracca Dutin wird schwierig sein zum Schlagen im Grossen. Da gönnen wir vielleicht lieber das Kleine, wenn es aufgeht. Aber es ist natürlich immer schwierig zum Gönnen, schlussendlich. Aber wir haben auch gesagt, wenn es Kleine läuft, das ist nur 4200 Meter, dann ist die Chance viel grösser, dass er am zweiten Sonntag nochmal verloren. Also wir freuen uns jetzt schon, den Sieger Bomar nochmals zu sehen nächste Woche. Danke vielmals und herzliche Gratulation. Ja, Rennen sind immer auch Taktik. Man kann einfach simpel über dies und jenes Wetter und so. Aber Meierfeld ist mehr. Und gerade bei der Mittagszeit zeigt sich das. Es ist ein gesellschaftliches Zusammensein von jung und alt, von gross und klein. Man steht da miteinander an, man redet miteinander und man geniesst. Meierfeld ist auch kulinarisch ein Genuss, aber eben auch gesellschaftlich. Es gibt recht reichhaltiges Essen und ganz einen Haufen Möglichkeiten für gross und klein. Und das ist Meierfeld pur. Um wirklich zu wissen, was Meierfeld ist, muss man vielleicht einfach hergehen und dann einfach mal auch noch so ein Tischchen herstehen, mit Leuten reden, bei den Bänkeln und ganz den verschiedenen Möglichkeiten, wo man sich hier verweilen kann. Meierfeld bietet aber natürlich auch in der Naturrennbahn ein ganz spezielles Ambiente. Ob es jetzt föhnt, ob es bewölkt ist und so weiter, die Stimmungen hier können zu geniessen in der Naturrennbahn auf dem Rossried, auf der Almend, ist ganz etwas Spezielles. Jetzt zum Führing, zum nächsten Trabrennen vom Kanton St. Gallen. Man war natürlich gespannt, was hier rauskommt. Wieder ein Trabrennen vom Kanton St. Gallen, 2450 Meter lang, 6000 Preisgeld, 4 bis 15-jährige Rosse. Wir steigen ein in die Schlussphase. Das Duo des Stall Allegra Racing Club. Außen Cheval UNG. Innen ist es Jack Scott. Jack Scott und Cheval UNG. Jack Scott hat die Führung. Cheval UNG kommt heran. Jack Scott und Cheval UNG. Einen Zweierwette des Stall Allegra Racing Club. Mit Jack Scott oder Cheval UNG. Jack Scott vor Cheval UNG. Doppelsieg für den Stall Allegra Racing Club. Mit Chris Forever HC auf dem dritten Platz. Jack Scott. Und es ist nicht ganz selbstverständlich, ist sein erster Grasstart gsi, rennbahnmässig oder rennmässig vom Jack Scott, der trainiert wird auch vom Rudolf Haller und im Besitz steht vom Stall Allegra Racing Club. Wie war es denn nun mit Jack Scott? Ja, es war ganz einfach. Er war am Start sehr schnell. Ich wollte eigentlich gar nicht so schnell losfahren, aber ja, er machte das ganz einfach und dann bin ich gleich nach vorne gefahren. Und hat es jetzt eine besondere Schwierigkeit gegeben, weil es auf Gras war und er sich das so nicht gewohnt war bis jetzt? Nein, er hat überhaupt keine Schwierigkeiten gehabt. Er ist zum ersten Mal auf Gras gelaufen. Ich konnte es auch zu Hause nicht trainieren. Aber ich war der Meinung, dass er das packt und auch mit den Wellen keine Probleme hat. Und ja, das war ganz easy. Besten Dank, Gratulation an Rudolf Haller. Das war einfach für den Jack Scott und Rudolf Haller. Preis der Bürgergemeinde Meinfeld. Die Nummer 1 Kandalex, Jürg Langmeier. Die 2 Baracla mit Michael Huber. Die 3 Lagoas, Pavel Kasny. Die 5 Feu de Bois mit Julien Lemay. Und die Nummer 6 Silvercroft mit Ersatzreiter Freddy Tett. Wieder über die Hürde zum letzten Mal. Kandalex, der den Sprung wieder etwas unterläuft, an zweiter Stelle. Vorne ist Baracla. Kandalex ist Zweiter. Außen versucht jetzt auch Feu de Bois Boden gut zu machen. Kandalex und Jürg Langmeier in Front, dahinter Baracla. An zweiter Stelle. Es geht über die, in die Diagonale mit der Hürde und dann der Wassergraben. Jetzt macht Jürg Langmeier ernst mit Kandalex. Feu de Bois dahinter an dritter Position und ausgebrochen Lagoas. Lagoas ist ausgebrochen, Wassergraben mit Kandalex und Baracla, der immer noch dran ist. Baracla ist dran. Dritter Position Feu de Bois. Vorne ist Kandalex, Baracla an zweiter Position, dann folgt Feu de Bois über das nächste Hindernis. Kandalex, leichter Rutscher, hinten weggerutscht, Baracla gibt Kandalex die Chance, wieder etwas zwischen sich und ihn zu legen und wieder untersprungen etwas, aber Kandalex hat die Spitze. Baracla ist an zweiter Position. Es geht gegen den Englischen und dann der Jeninser und nach Hause mit Kandalex in Front. Kandalex und Jürg Langmeier, dahinter Michael Huber und Baracla. Baracla an zweiter Stelle, dann Feu de Bois ist Dritter. Kandalex über den Letzten.
Kandalex mit Jürg Langmeier und da macht er einen kleinen Nicker. Barakla ist an zweiter Position. Wird das der 250. Sieg für den Stall Allegra Racing Club? Es ist so. 250. Sieg. Kandalex mit Jürg Langmeier. Kampf um den zweiten Platz mit Feu de Bois. Der Jürg Langmeier ist der reitende Trainer vom Kandalex und Besitzer Stall Allegra Racing Club. Sie haben es gehört, der 250. Sieg für die Stallgemeinschaft. Und relativ selten kommt das vor, dass der gleiche Stall überjagt und auf der Trabbahn gönnt. Das ist heute am Stall Allegra Racing Club gelungen. Jürg, ganz kurz, dein Eindruck zum Rennen. Ja. Es war nicht ganz so, wie ich wollte. Er hat die Sprünge ein bisschen angeschaut vorne. Und Michi Huber, sein Ross, ist dann viel besser gesprungen. Dann habe ich den vorne gehen lassen. Und ja, er hat ein bisschen Mühe gehabt, um mit Diagonalen zu gehen. Es war auch ein bisschen rutschig dort. Er ist bereits zweimal gerutscht und konnte nicht können. Ich konnte nicht zu viel ziehen, nicht, dass er umgeht. Und das ist der Start zum 8. Rennenpreis des Rennvereins Mainfeld Bad Ragaz mit einem Fehler à la Davolsa. Trotz Start Nummer 7 ganz außen übernimmt bereits Sirius Ducat die Spitze. Ein kleiner Fehler, da wird geschrien im Feld unter den Fahrern. Vorne ist jetzt Blackhawk. Blackhawk übernimmt die Spitze vor Sirius Ducat an Apollo Sun. Einen sehr guten Start erwischt auch Bas Kral, geht bereits an vierte Stelle. Vorne aber ist Blackhawk. Und wer soll ihn diesen Sieg noch wegnehmen? Fragezeichen. Blackhawk ist vorne. Bas Kral, das schnellste Pferd im Feld, ist im Moment aber Vinci Dumacherel. Noch etwa 200 Meter für Blackhawk. Blackhawk in Front mit Stephanie Tyler, die schaut sich um. Da ist im Moment niemand zu sehen, der ihm das wirklich streitig machen könnte. Vorne ist Blackhawk und Blackhawk marschiert ganz außen, kommt jetzt auch Vinci Dumacherel noch besser ins Bild. Aber Blackhawk gewinnt überlegen mit Bogi Danover an zweiter Stelle. Dann folgt Bas Kral, dann Buxus Galant und Vinci Dumacherel. Damit kommen wir zum ultimativen Höhepunkt des heutigen Tages. Großer Preis der Stadt Maienfeld. Das längste, das schwierigste, anspruchsvollste Pferderennen der Schweiz. Ein Cross-Country über 5400 Meter. Preisgeldsumme 25.000 Schweizer Franken, gestiftet von der Stadt Maienfeld. Das Gummiband ist noch nicht gespannt. Der Start hier unmittelbar beim Ziel. 34 Hindernisse, 5400 Meter gilt es zu absolvieren. 25.000 Franken die Preissumme. Und das Gummiband ist losgeschnellt. Start zum großen Preis der Stadt Maienfeld 2021. Baraka Dutte übernimmt die Spitze vor Angostura. Und hinter Angostura hat sich Etoile de Verne eingereiht, dann in Gelb und Orange Galant Duchenne und am Schluss Contre tous gegen das erste Hindernis mit Baraka Dutte, Angostura, dann Etoile de Verne. Und die Wendung, und schauen Sie, wo Jürg Langmeier durchreitet, immer auf dem kürzesten Weg. Wieder über den Holzsprung, Tamina Forst Holzsprung. Und dann die Wendung wieder vor die Tribüne und zum letzten Mal der Käppeliwald. Vorne ist Angostura, Baraka Dutte, dann Galant Duchenne mit Etoile de Verne und Contre tous. Käppeliwald zum letzten Mal, 26. von 34 Hindernissen. Mit Angostura und dann wird Angostura reiterlos. Das darf nicht wahr sein. Der arme Pavel Kasny, im einen Rennen wird er da weggedrängt und na, das gibt's nicht. Da kommt er so von so weit her. Im einen Rennen wird er reiterlos, im anderen bricht das Pferd dann letztlich aus. Und jetzt ist
Baraka Dutté in Front. Galland Duchesne ist aber mit dabei. Über die Hürde dann die Schlüsselstelle. Und Jörg Langmeier hat die Spitze übernommen. Mit Galland Duchesne auf dem engsten Weg über die Hürde und dann der Wassergraben. Galland Duchesne und Baraka Dutté ist dahinter. Aber Galland Duchesne sieht stark auf. Baraka Dutté, der Sieger des Großen Preises der Schweiz, schafft er das Double. Es geht hier noch 5 Hindernisse mit Galland Duchesne, aber Baraka Dutté ist noch nicht geschlagen. Und jetzt kommt Etoile de Verne. Etoile de Verne hat hier noch einiges zu verkaufen. Baraka Dutté geht innen durch wieder in Front. Was ist das nur für ein Rennen? Baraka Dutté hat jetzt wieder die Spitze, aber Galland Duchesne ist dabei und auch Etoile de Verne hat noch nicht ausgespielt. Contretus versucht den Anschluss wieder zu halten. Baumstamm dort drüben, dann runter gegen den Englischen, das viertletzte Hindernis. Mit Baraka Dutté ein Riesensatz macht er hier an die Spitze, aber Galland Duchesne ist dran. Und an dritter Position Etoile de Verne und Contretus hat ebenfalls noch nicht abreißen lassen. Der Englische. Mit Galland Duchesne, der sich an zweiter Stelle hier jetzt mächtig rührt. Jörg Langmeier und greift jetzt wieder an gegen Daniel Inser. Mit Baraka Dutté, Galland Duchesne ist innen dran und auch Etoile de Verne kommt nochmal auf. Galland Duchesne an zweiter Position, aber Baraka mit einem Wahnsinnssprung wieder. Hat die Spitze mit Michael Huber, dahinter Jörg Langmeier mit Galland Duchesne gegen den Letzten. Und Carina Schneider mit Etoile de Verne wird ebenfalls noch mitmarschieren wollen. Vorne ist Baraka Dutté, Galland Duchesne versucht anzugreifen. Baraka Dutté vor Galland Duchesne, Baraka Dutté. Baraka Dutté oder Galland Duchesne, Baraka Dutté gewinnt vor Etoile de Verne. Auf dem dritten Platz ist Galland Duchesne und Contretus. Was zeigen die uns hier für ein Rennen? Der absolute Wahnsinn. Wahnsinn. Michael, wie war das Rennen? Ein richtig, doch noch grösser Kampf, will ich als angenommen. Ja, ich wollte eigentlich vorgehen. Wir kennen den Baraka. Er wollte ein bisschen sein Tempo gehen und so nach ein paar Sprüngen nimmt er sich zurück. Und nachher war er relativ ruhig, der hat mich den tschechischen Gast überholt. Ich musste mich ein bisschen mitempfinden. Etwa die hätte ich ein bisschen enger reiten wollen. Am Schluss ist es aufgegangen. Chantal, merci vielmals. Mich Schmidt, Saskia, so ein tolles Ross dürfen zu reiten. Was wollte ich noch sagen? Ja, Kollegen, die jeden Mittwoch schreiben, am Sonntag gehst du das Rennen. Ja, die sind Arschlöcher, aber ich habe euch gleich gern. Merci vielmals. Michael Huber, Baraka Dutté, das sind Emotionen, wie sie nur das Ross wird im Meierfeld produziert. Emotionen pur, Gerd Zunner ist noch am Schluss, also wirklich bis jetzt nicht können laufen. Ja, ein Haufen Helferinnen und Helfer in das Schambruch. Conny Ammann, verantwortlich für die Medien, immer im Zentrum, aber ein Haufen andere natürlich auch hier mitgeholfen haben. Am Schluss für Conny natürlich einen riesigen Stress da läuft dann einiges. Es sind aber auch die Fotografen, die die Bilder jetzt natürlich wegschicken. Das ist sehr wichtig. Er ist schon lange Jahr dabei. Wo jagst du die Fotos überall durch? Die schicke ich meinen Chef, den Conny Ammann, schicken, für die Webpage und für die Zeitungen. Ein Wahnsinn, aber ein bisschen Stress ist schon, gell? Also auf jeden Fall bist du immer speedy unterwegs gewesen. Ja, immer. Jung, dynamisch und erfolgreich. Ja, dann lassen wir dich, hä? Conny, gell, zum Schluss hast du alle Hände voll zu. Wie ist für dich jetzt so gelaufen, so dein Resümee, so ganz spontan? Also es war toll gewesen, zu sehen, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer wir hier auf dem Maienfelder Rossried dürfen begrüssen. Es ist nach dieser Corona-Pause oder bedingten Corona-Pause echt ein Wahnsinn gewesen. Auch die Stimmung ist hervorragend. Tolle Rennen hatten wir. Klar, wir hatten auch Stürze gehabt, aber es ist alles glimpflich schlussendlich ausgegangen und wir sind happy und sehr zufrieden mit dem ersten Rennsonntag von dem Jahr. Und ein hervorragender Abschluss, gell? Ein Ross, der noch vor 2 Jahren eben nicht gewinnen konnte, hat jetzt gewonnen. Und der Applaus, man hat es gemerkt, gell? Das ist ein Füßsack von den Zuschauerinnen und Zuschauern hier. Es war wirklich ein hervorragender Schluss gewesen. Also das Publikum hat absolut mitgefiebert und man hat richtig die Freude gesehen von allen und gespürt auch, es war erlebbar gewesen. Und das ist das, was wir an der Pferderennen Maienfeld-Bad Ragazzo vermitteln wollen.